Meine, oh, Entschuldigung, das sind die Rituale, die man jetzt genauer beherrschen muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Akademie, in dieser alten Aula sind heute zur Akademievorlesung 2021 viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versammelt, vielerlei Interessierte und Zugewandte unserer Akademiefreundinnen und Freunde, viele Mitglieder, und ich freue mich sehr auf diese Akademievorlesung 2021, die jetzt endlich etwas nachholt, was wir schon vor einem Jahr geplant haben. Und es ist ganz wunderbar, lieber Herr Reckwitz, dass Sie spontan nach der Absage des letzten Jahres heute zugesagt haben. Die ganze Bundesrepublik, das wissen Sie, meine Damen und Herren, diskutiert ja im Moment über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Ich bin zunächst einmal froh und dankbar, dass wir uns heute in der alten Aula versammeln können. Und ich begrüße auch ausdrücklich alle diejenigen Menschen, die uns jetzt im Stream verfolgen. Das vereint uns in der Nähe und in der Ferne. Über Andreas Reckwitz, so habe ich meine kurzen Gruß- und Einführungsworte überschrieben. Und ich beginne mit einem Zitat. Die Soziologie ist eine Disziplin der Moderne und des Modernisierungsprozesses. So bekräftigt es Andreas Reckwitz in einem Interview mit Axel Michaels, das im neuen Heft unseres Magazins Athene erscheinen wird. Daraus leitet Andreas Reckwitz seine Mission als Wissenschaftler ab, aber auch seine Konzentration vor allem auf die westliche Moderne und dann auch noch genauer auf deren Spätphase in den letzten 50 Jahren. Wir alle wähnen uns zwar irgendwie als Experten der Gegenwart, weil wir ja in ihr leben und an ihr teilhaben. Umso staunender liest man dann die Bücher von Andreas Reckwitz. In einer besonderen Verknüpfung theoretischer und empirischer Methoden öffnet er die Augen seiner Leserinnen und Leser immer wieder ganz neu. Als Teilhaber dieser Spätmoderne gelingt ihm der strukturierende, der innovative Zugriff, gleichsam wie von außen auf das Innen gerichtet. Ich bin Historiker und bilde mir mit meinen Fachkolleginnen und Fachkollegen ein, im Rückblick längere Entwicklungslinien und vor allen Dingen die Kipp- oder Wendepunkte auszumachen. So ordnet man Geschichte eben nicht willkürlich, sondern wie wir glauben, Methoden- und Theoriegestützt. Periodisierungen sind uns Hilfsmittel zum Begreifen, um nicht in der Fülle von Kontingenzen einfach zu ertrinken oder in antiquarischer Gleichgültigkeit alles nebeneinander aushalten zu müssen. Andreas Reckwitz verbindet in seinen zahlreichen Büchern immer wieder die ganze Moderne. Die ganze Moderne, vor 250 Jahren begonnen, mit jenen 50 Jahren Spätmoderne, in der wir leben. Erste Bücher galten der Struktur und damit Regeln wie Regelmäßigkeiten sowie der Transformation von Kulturtheorien. Mit dem Buch »Das hybride Subjekt« gelang ein neuer Zugriff auf die Moderne seit dem 18. Jahrhundert als Periode widersprüchlicher und instabiler Subjektivierungsformen. Damit waren Wege zur Erforschung von Kreativität als soziales System des Neuen und auch zur Gesellschaft der Singularitäten gewiesen. Die neue Kultur des Authentischen besitzt, deutlich auch in dem neuen Athene-Interview, ich zitiere, ein hohes Maß an affektgeladener Attraktivität, welches durch die Digitalisierung noch verstärkt wird zum Standard der Lebensführung. In solchen Einsichten treten gleichsam seismografische Fähigkeiten bei der Beobachtung spätmodernen Wandels hervor. Mir ist bei der Lektüre auch deutlich geworden, wie schwer es unsere Gegenwart bei der Krise des Allgemeinen und beim gewaltigen Erwartungsdruck auf beständig Neues, beständig Authentisches, beständig Präsentes eigentlich hat. Nichts Singuläres wird in der aktuellen Aufmerksamkeitskonkurrenz und in der Singularitätsdominanz geradezu abgewertet. Ist hier eigentlich die Abkehr vom Kollektiv,
des bis 1989, 90 real existierenden Sozialismus schon endgültig vollzogen oder vielleicht doch nur in einem Teil der Welt. Andreas Reckwitz zeigt uns deutlich, wie die Dominanz einer neuen Mittelklasse als Leitmilieu zu fluiden Aufstiegs- und Verdrängungsprozessen führt, wie prekär also Leben in der Spätmoderne ist. Er spitzte das vor wenigen Wochen in einem großen Spiegel-Interview zusammen mit Hartmut Rosa zu und räumte ein, dass neueste Großentwicklungen manche Annahmen vor 2019 vielleicht auch in veränderten Perspektiven erscheinen lassen könnten. Gleichzeitig bekräftigte er aber seine Diagnosen von Unsicherheiten und Verlustängsten, die in einer Epoche voller Singularitäten noch bedrohlicher sein könnten als in den scheinbaren Sicherheiten kollektiver Einbindung. Mich erhaben, das erlaube ich persönlich hier zu sagen, die Verwendung des Krisenbegriffs als Normalzustand, die lange Dehnung der Moderne, und auch der Verzicht auf das Postulat eines qualitativen, epochalen Neuanfangs ein wenig herausgefordert. Es ist gar nicht so leicht, immer nur spät leben zu müssen. Aber aus dem Surkamp-Band über das Ende der Illusionen habe ich auch gelernt, dass meine Desillusionierung eine Chance sein könnte. Ich stelle Ihnen Andreas Reckwitz mit knappen Worten als den herausragenden Soziologen seiner Generation in Deutschland vor. 1970 geboren, Masterexamen in Cambridge, Promotion und Habilitation in Hamburg, mit 35 Jahren Professor in Konstanz, dann an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, seit 2020 an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat viele Ehrungen erhalten, wofür ich hier nur den Leibniz-Preis 2019 nenne. Im neuen Buch von Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa, Spätmoderne in der Krise, stehen schöne Worte zum Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit, gleichsam das Motto einer präsentischen Akademievorlesung. Und aus diesem Buch möchte ich hier einen kleinen Abschnitt zitieren, der von ihm stammt. Auch wenn die Theoriearbeit auf das Medium der Schrift angewiesen bleibt, ist Mündlichkeit doch immer noch das beste Medium, um tatsächlich nicht übereinander, sondern in konstruktiver Kontroverse miteinander zu sprechen. Auch die Theorie kommt nicht ohne die Begegnung face-to-face aus, wenn sie wirklich eine Debatte führen, wenn sie resonanzfähig bleiben will. Denn erst in dieser Form kommt sie in Bewegung und wird lebendig, verliert sie ihre abstrakte Starre und beginnt Farbe anzunehmen und Funken zu schlagen. Soweit das Zitat. Nun, meine Damen und Herren, das Gefüge von Vergessen und Erinnern ist breit erforscht, nicht zuletzt auch von Mitgliedern unserer Akademie. Die griechische Mythologie dachte sich den Fluss Lethe als deutliche Scheidelinie zwischen Erinnern und Vergessen. Von Andreas Reckwitz hören wir, ohne antiken Grenzfluss, heute etwas Neues, Verlust, die andere Seite des Fortschritts. Ich bitte Sie, Ihre Akademievorlesung zu halten. Lieber Herr Schneidmüller, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine systematische Soziologie des Verlusts gibt es bisher nicht. Anders als in der Psychologie oder der Kulturkritik ist in der Gesellschaftsanalyse Verlust kein etablierter Begriff. Das ist seltsam und nachvollziehbar zugleich. Seltsam ist es, weil man die moderne Gesellschaft ohne ihre Verlustdynamiken, ohne die kollektiven Verlusterfahrungen und deren soziale und kulturelle Folgen gar nicht begreifen kann. In der Spätmoderne der Gegenwart erlangen die Verlustthematisierungen von der Verlustwut der Modernisierungsverlierer bis zur Verlustangst infolge des Klimawandels dabei eine besondere Präsenz.
Nachvollziehbar ist die Leerstelle einer Soziologie des Verlusts allerdings, wenn man erkennt, dass die Disziplin gewissermaßen durch eine Deformation professionell charakterisiert ist. In der Form, in der sie sich im 20. Jahrhundert institutionalisiert hat, identifiziert sich die Soziologie im Kern mit dem Projekt der Moderne als Fortschrittsprozess. Zwar pflegt die kritische Soziologie der Moderne ihre Pathologien vorzurechnen, aber diese erscheinen meistens als Konsequenz dessen, dass die moderne Gesellschaft noch nicht fortschrittlich genug ist. Die Verluste aber sind gewissermaßen das andere der Moderne. Sie sind das andere des Fortschritts. Wie können wir uns aus soziologischer Perspektive dem Phänomen der Verluste nähern? Ich gehe von einem grundsätzlichen Befund aus. Die moderne Gesellschaft ist durch eine Verlustparadoxie gekennzeichnet. Die Moderne ist ein Gesellschaftstypus, der im Namen seines Fortschrittsanspruchs zunächst eine existenzielle Verlustreduktion von der Krankheit über die Naturkatastrophen bis zum frühen Tod forciert. Zugleich ist sie eine Gesellschaft, die von Anfang an über verschiedene Mechanismen vom beschleunigten sozialen Wandel bis zur Gewaltpolitik eine enorme Verlustpotenzierung mit sich bringt. Dieser steht jedoch ein Unsichtbarmachen von Verlusten, gewissermaßen eine institutionell bedingte Verlustinvisibilisierung gegenüber. Durch die Orientierung am Fortschritt, das heißt, indem sie sowohl ihre eigene Geschichte als auch die Zukunft mit einem Schema kontinuierlicher Verbesserung betrachtet, muss die Moderne Verlust und Trauer marginalisieren, damit die Ökonomie, die Politik sowie Wissenschaft und Technologie ungehemmt fortschreiten können. Allerdings, völlig verdrängen lassen sich die Verluste in der Moderne nicht. In ihren Peripherien entwickeln sich vielmehr Modi der Verlustbearbeitung und Verlustartikulation, Verlustpraktiken, Verlustnarrationen sowie verlustbezogene Affekt- und Emotionskulturen. Die sozialen Verlustdynamiken lassen sich dann nicht mehr auf die gesellschaftlichen Peripherien begrenzen. Und in der Spätmoderne ist diese Wirkung von Verlusterfahrungen mitten ins Zentrum der Gesellschaft hinein deutlich. Spätmodern heißt, die Verlustvergessenheit hat sich in eine Verlustsensibilität verwandelt, in der Kritiker bereits eine Verlustversessenheit wittern konnten. Um die soziologische Perspektive auf Verluste zu verstehen, wie ich sie hier skizzieren will, gilt es jedoch sogleich, ein paar Warnsignale zu senden. Denn leicht kann man dieses Forschungsprogramm missverstehen. Zum Ersten, mir geht es nicht darum, selbst an einer Verlustgeschichte der Moderne zu schreiben, der Moderne also gewissermaßen ihre Verluste vorzurechnen. Das wäre das Genre der Kulturkritik, wie man es etwa in Hans Sedelmeyers Verlust der Mitte oder Alasdair MacIntyres Verlust der Tugend findet. Eine Soziologie des Verlusts, wie ich sie verstehe, konstatiert vielmehr nicht selbst aus der Beobachterperspektive, was in der Moderne vorgeblich alles verloren wird, sondern will rekonstruieren, wie in der Gesellschaft ihrerseits von sozialen Gruppen, Institutionen oder Diskursen Verluste wahrgenommen, interpretiert und erfahren werden. Es geht also nicht darum, als Soziologe selbst in einen Trauergesang des vermeintlich Verlorenen einzustimmen, sondern zu sehen, wie in der Gesellschaft Verluste verhandelt werden. Zweitens ist die Soziologie des Verlusts mehr als eine Intellectual History der Kulturkritik. Natürlich, die Verlustdiskurse seit Jean-Jacques Rousseaus Arbeiten über die Entfremdung und den Naturzustand oder in Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes sind selbst ein wichtiger Bestandteil der Verlustdynamik der Moderne. Aber auch jenseits solcher intellektuellen Thematisierungen treten häufig weniger laut und meinungsstarke, wirkmächtige Verlusterfahrungen auf. Man denke an die Opfer von Flucht und Vertreibung und an die Traumata der Diaspora oder an die namenlosen Verlierer und Verliererinnen der Industrialisierung und der Entindustrialisierung. Und es gibt ziemlich profane Mechanismen institutioneller Verlustbearbeitung, sei es im Recht, sei es in der Psychotherapie, die verdeutlichen, dass in dieser Frage mehr steckt als eine Geschichte kulturkritischen Denkens. Drittens sollte man auch nicht dem Vorurteil erliegen, Verlust sei ausschließlich ein Phänomen konservativer oder reaktionärer Provenienz. Natürlich, der klassische politische Konservatismus lebt seit Edmund Burke vom Verlustschmerz. Aber zum einen kultiviert auch die politische Linke ihre Verlustwahrnehmungen. Von Walter Benjamins Bemerkungen hinsichtlich einer linken Melancholie bis zur Trauer über den verlorenen Wohlfahrtsstaat und die verlorene Industriearbeiterschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Zum anderen sind viele Verlusterfahrungen politisch überhaupt nicht zuzuordnen oder grundsätzlich ambivalent, vom modernen Umgang mit dem Tod bis zu den Folgen des Anthropozäns.
Viertens ist die Soziologie des Verlusts nicht mit der psychologischen Perspektive auf das gleiche Phänomen identisch. Wenn man eine reichhaltige Literatur zu Verlusten finden will, dann muss man in der Psychologie suchen, insbesondere in der praxisorientierten Psychotherapie, etwa zum Thema Trauer. Aus soziologischer Sicht interessiert der Verlust jedoch als ein soziales Phänomen, um das sich herum sich Praktiken und Diskurse von Verlusten für soziale Gruppen typische Affektstrukturen und soziale Arenen der Verlustverhandlung bilden. Schließlich ist noch eine letzte Vorsichtsmaßnahme nötig. Die Soziologie des Verlusts sollte sich sowohl vor der Haltung pauschaler Entlarvung als auch allgegenwärtiger Empathie hüten. Für die einen stehen nämlich diejenigen, die in der Gesellschaft Verluste beklagen, generell unter dem Verdacht des ewig Gestrigen. Für die anderen handelt es sich bei den Verlierern im Prinzip um Opfer inhumaner Verhältnisse. Beides sind aber Vorurteile, die sich so pauschal nicht halten lassen. Die Frage der Legitimität oder Illegitimität von Verlustwahrnehmungen ist vielmehr selbst ein häufig strittiges Thema der gesellschaftlichen Arenen. Die Soziologie des Verlusts tut daher gut daran, statt selbst die Verluste zu bewerten, diese Prozesse der Bewertung unter die Lupe zu nehmen. Ich werde jetzt in drei Schritten vorgehen. Also ich werde zunächst im ersten Teil einige begriffliche Klärungen bringen, was den Verlustbegriff angeht. Dann gehe ich in einem zweiten Teil auf die Mechanismen von unsichtbar machen von Verlusten und Verlustpotenzierung in der Moderne insgesamt ein. Und im dritten Teil geht es dann um die Verlustartikulation und vor allen Dingen auf die Spätmoderne bezogen. Also zunächst Teil 1, Verluste, Bestandsaufnahme. Wie lassen sich Verluste definieren? Grundsätzlich bezeichnet der Verlust, das ist mein Vorschlag, einen Zustand, in dem etwas bisher Existierendes verschwunden ist und dieses Verschwinden negativ bewertet wird. Aufgrund ihrer negativen Bewertung sind Verluste dabei häufig mit entsprechenden auf Negativität ausgerichteten Affektzuständen verbunden. Die Dimensionen der Zeitlichkeit und der Affektivität sind somit zentral, um Verluste begreifen und untersuchen zu können. Wichtig ist zunächst, dass man das Verschwinden und die Verluste voneinander differenziert. In der sozialen Welt verschwinden ständig Entitäten. Menschen oder Dinge hören auf zu existieren, Normen oder Statuspositionen verlieren an Bedeutung und so weiter. Aber ein solches Verschwinden muss nicht zwangsläufig als Verlust markiert werden. Im Gegenteil, das, was man philosophisch Vergänglichkeit nennt, geht häufig unbemerkt und ohne ausgeprägt negative Bewertung vonstatten. Manches Verschwinden wird auch positiv bemerkt. Man ist froh, etwas hinter sich gelassen zu haben. Dies entspräche auch dem modernen Fortschrittsdenken. Vieles andere fällt schlicht dem Vergessen anheim. Das soziale Vergessen ist in der Tat ein essentieller Mechanismus, in der die soziale Welt ihre Vergangenheit bewältigt. Von Verlusten hingegen kann man also erst dann sprechen, wenn Akteure, Gruppen, Diskurse oder Institutionen einen Verlust als solchen wahrnehmen. Wenn sie negativ bewerten, dass etwas nicht mehr existiert, sie also das Verschwunden im weitesten Sinne betrauern. Es gibt somit keine objektiven Verluste. Ein Verlust existiert in der sozialen Welt vielmehr, indem die fraglichen Akteure, Praktiken oder Diskurse etwas als einen Verlust interpretieren. Eine Interpretation, die dann durchaus auch von anderen bestritten werden kann. In jedem Fall hat die Verlustinterpretation höchst reale Konsequenzen. Die unmittelbarste ist die negative Affektivität, die in der Regel mit den Verlusten verbunden ist. Somit die Entwicklung spezifischer Verlustaffekte. Klassischerweise kann man hier Trauer oder Traurigkeit vermuten, aber auch andere Affizierungen sind denkbar. So Wut, Angst, Verbitterung oder Ressentiment, auch ambivalente Gefühle wie Angst, Lust oder Mischungen aus Trauer und Freude. Verlustwahrnehmung und zugehörige Affektivität lassen in der Regel schmerzhafte Verlusterfahrungen entstehen. Warum sind Verlustwahrnehmungen mit negativen Affekten verbunden? In der Wirtschaftswissenschaft und Psychologie gibt es Studien zur Loss Aversion, die herausarbeiten, dass die Intensität negativer Bewertung im Falle von Verlusten meist stärker ist als die Intensität positiver Bewertungen im Falle von Gewinnen. Noch grundsätzlicher kann man vermuten, dass Verluste derart affektiv aufgeladen sind, weil die Individuen oder Gruppen durch den Verlust in ihrer Identität tiefgreifend berührt, der geschädigt sind. Sigmund Freud legt dies in Trauer und Melancholie nahe. Nur was man einmal geliebt hat oder auch in was man zumindest emotional verstrickt war, kann man betrauern.
Oder allgemeiner formuliert, wenn ein Verlust wahrgenommen wird, setzt dies eine vormalige emotionale Bindung an das Verlorene voraus. Die emotionale Bindung an XY war für die Identität, also das subjektive oder kollektive Selbstverständnis, zentral. Wenn XY verschwindet, läuft dies also auf einen zumindest partiellen Identitätsverlust hinaus. Dies gilt nicht nur für verlorene Menschen, sondern auch für die verlorene Heimat, den verlorenen Status, die verlorene Kontrolle. Was kann nun alles verloren werden oder verloren gehen? Von Judith Schalansky stammt ein literarisches Verzeichnis einiger Verluste. Und eine erschöpfende Liste zu diesem Thema wird man sicherlich auch nicht erwarten können. Man sollte sich aber die Bandbreite der soziologisch relevanten Entitäten verdeutlichen, die man verlieren kann. Zunächst ist hier an konkrete, gleichsam materielle Einheiten zu denken. Der Tod anderer Menschen, die chronische Erkrankung, der Verlust von Objekten, was auch deren gezielte Zerstörung einschließt. Viele gesellschaftlich relevante Verluste sind freilich abstrakter. Hier sind zum einen die im engeren Sinne sozialen Verluste zu nennen, so vor allem der soziologisch durchaus prominente Statusverlust, also das Verschwinden einer Anerkennungsposition oder auch der Machtverlust. Als kulturelle Verluste kann man jene Erosion umschreiben, die sich auf bislang tradierte Interpretationssysteme und Erfahrungsweisen beziehen, so den von Max Weber angedeuteten Sinnverlust oder den von Hermann Löbbe thematisierten Erfahrungsverlust. Nicht übersehen werden sollten die ökonomischen Verluste. Neben dem Verlust von Geld, Vermögen oder Kapital ist hier auch an die erweiterte, die symbolische Ökonomie der Wertverluste zu denken. Eine bislang stabile Wertigkeit, eine Aufladung einer Identität, eines Kunstwerks beispielsweise oder einer Glaubensdoktrin kann verfallen. Schließlich gibt es das weite Feld des Verlustes von abstrakten Stabilisierungsinstanzen. Den empfundenen Verlust der Ordnung und Sicherheit, den Kontrollverlust, schließlich den Verlust von Erwartungen, insbesondere von positiven Zukunftserwartungen. Dies ist nun ein besonders interessanter Fall. Wenn es um Verluste geht, kommen zunächst zwangsläufig zwei Ebenen von Zeitlichkeit ins Spiel, die Gegenwart und die Vergangenheit. Im Prinzip ist das, was im Verlust beklagt wird, immer ein vergangener Zustand. Paradoxerweise wird in der Verlustartikulation so das Verlorene und also per Definition im Abwesende doch wieder präsent, anwesend gemacht. Damit erreichen wir das weite kultur- und sozialwissenschaftliche Forschungsfeld der Erinnerung und des Gedächtnisses. Während die Zeitstruktur moderner Gesellschaft in ihrem Kern an der Zukunft oder bestenfalls noch an der Gegenwart orientiert ist, wird mit den Verlustpraktiken und Diskursen also die Vergangenheit zum affektiv aufgeladenen Thema, zu einer Vergangenheit, wie es Alaida Aßmann einmal schreibt, die die Gesellschaft unter Umständen heimsucht. Auch die Zukunft kann freilich verloren gehen, und das möchte ich betonen, genauer die positiven Zukunftserwartungen. Erwartungen einer besseren Zukunft, wie sie für die Moderne so typisch sind, können selbst an Legitimation und Plausibilität verlieren. Hier handelt es sich also gewissermaßen um einen Zukunftsverlust. Für eine Soziologie der Verluste ist zentral, dass Verlustwahrnehmungen und Verlusterfahrungen kollektiv geteilt werden können und dass sie durch soziale Formate geprägt werden. Hier kommen Verlustpraktiken, Verlustdiskurse und Verlustarenen ins Spiel. In der Gesellschaft finden vielfältige Formen des Doing Loss statt. In sozialen Praktiken, Kulturtechniken, das heißt routinisierten Verhaltensweisen und ihrem impliziten Wissen, wird mit Verlusten auf spezifische Weise umgegangen. Als erstes kann man hier an die gut erforschten Praktiken und Rituale des Trauerns um Todesfälle denken, aber auch rechtliche Praktiken, denen es um die Restitution von erlittenen Verlusten geht, oder Präventionspraktiken, in denen antizipierte mögliche Verluste strategisch verhandelt werden, sind hier beispielhaft zu nennen. Eine spezifische Sorte von Praktiken sind die diskursiven Praktiken, hier die Verlustdiskurse. Schriftbasierte Gesellschaften haben immer schon Diskurse ausgebildet, in denen Verluste explizit thematisiert werden. Das Alte und Neue Testament erhält von der Vertreibung aus dem Paradies bis zur Kreuzigung von Jesus Christus sein Grundgerüst über die Darstellung kollektiver Verluste.
Hier werden ebenso wie in der modernen Kultur komplexe Verlustnarrative verfertigt und verbreitet, also Erzählmuster der sinnhaften Einbettung von individuellen oder kollektiven Verlusten, etwa in der Theologie oder der Existenzphilosophie, in der psychologischen Beratungsliteratur, Stichwort Scheitern als Chance, in politischen Texten, etwa Geschichten des Niedergangs von Nationen oder Völkern und nicht zuletzt in fiktionalen Genres der Literatur und des Films. Dort erscheint das Erzählen vom subjektiven Scheitern oder vom kollektiven Niedergang, einschließlich des dystopisch in die Zukunft projizierten Niedergangs, fast immer interessanter und bewegender als die stromlinienförmigen Erfolgs- und Fortschrittsgeschichten. Über die Verlustpraktiken und die Verlustnarrationen hinaus kommen die sozialen Verlustarenen ins Spiel. Gemeint sind öffentliche, institutionalisierte Kontexte, in denen Verluste gesellschaftlich verhandelt werden. Ein elementares Thema solcher Verhandlungen ist, inwiefern überhaupt ein gesellschaftlich anerkannter Verlust vorliegt. Judith Butler hat von der strittigen Frage der Grievability gesprochen. Was erscheint gesellschaftlich legitimerweise betrauerbar? Eine ähnliche Frage verfolgt auch Jeffrey Alexander mit seinen Analysen des kulturellen Traumas. Damit ein Trauma, sprich ein existenzieller, affektiv hochintensiv verarbeiteter Verlust von Gesundheit, Mitmenschen, Heimat und so weiter, als ein solches anerkannt wird, bedarf es häufig extensiver öffentlicher Debatten, etwa in den Massenmedien, im politischen Feld oder in der Wissenschaft. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass Verluste häufig nicht nur eine zweiwertige Relation bezeichnen, also zwischen Verlierer und Verlorenem, sondern auch noch dritte Instanzen hinzukommen, die indirekt mit dem Verlust sozial verbunden sind und die nun in diesen Arenen eine Rolle spielen. Die Gewinner, die Schuldigen und die Beobachter. Es gibt Konstellationen, in denen der Verlust des einen der Gewinn des anderen ist oder dies so scheint. Klassisch gilt dies für die Situation des Wettstreits und des Wettbewerbs, auch für die Konkurrenz auf dem Markt, auf dem um knappe Güter gerungen wird. Zweitens und stärker noch, die Verantwortung für den Verlust von A kann B zugerechnet werden. Die öffentliche Verhandlung von Verlusten kann also eine Responsibilisierung nach außen und eine Viktimisierung nach innen betreiben. Dort die Schuldigen, hier die Opfer. Schließlich kommen in den öffentlichen Arenen die Beobachter ins Spiel. Sie können sich über die Verluste der anderen moralisch empören und mit den Verlierern fühlen. Sie können aber auch die Häme des Davongekommenen kultivieren oder aber qua Objektivierung von außen erst Verlierer dekretieren, was bei jenen durchaus gemischte Reaktionen hervorzurufen vermag. Ich komme nun zum zweiten Teil. Verlustreduktion, Verlustunsichtbarmachung, Verlustpotenzierung. Im Gestus der Existenzphilosophie oder der philosophischen Anthropologie kann man proklamieren, dass Verluste zu erleiden und mit ihnen umgehen zu müssen eine Grundstruktur des Menschseins ist. Und im Rahmen einer allgemeinen Kulturtheorie lässt sich argumentieren, dass die Art und Weise, wie man mit Verlusten umgeht, eine Herausforderung jeder Kultur und Gesellschaft von den frühesten Anfängen bis heute darstellt, auf die verschiedenste gesellschaftliche Mechanismen antworten. In den Mythen, Narrativen, Ritualen und Praktiken der Religion beispielsweise kann man die elementare Funktion sehen, kulturelle Verarbeitungsweisen, Trost für existenzielle oder profane Verluste zur Verfügung zu stellen. Vor diesem Hintergrund mischt die Moderne die Karten neu. Die moderne Gesellschaft setzt jenes am Fortschritt orientierte, im historischen Vergleich gänzlich ungewöhnliche Zeit- und Bewertungsschema voraus, wie es Reinhard Koselleck für die Sattelzeit herausgearbeitet hat. Die moderne Gesellschaft geht nicht mehr von der Normalität der sozialen Reproduktion aus, nach der die Gegenwart so ist und sein sollte wie die Vergangenheit, sondern von der Normalität des sozialen Wandels, sodass die Gegenwart strukturell anders ist als die Vergangenheit und die Zukunft wiederum anders als die Gegenwart. Dieser Strukturwandel erscheint im Prinzip, dies ist die geschichtsphilosophische Vorstellung, in der man auch ein heilsgeschichtliches Erbe erkennen kann, als ein Wandel zum Besseren. Im Rahmen des Fortschrittsdenkens sind also Verluste streng genommen logisch unmöglich. Bezeichnend und auch verräterisch scheinen hier die Utopien der Moderne. Bilder von Gesellschaften ohne Verluste, ohne Leiden, ohne Trauer.
Das Vergangene erscheint vielmehr in diesem Denkrahmen per Definitionem als das Überholte, das Schlechtere, um das es einem im Prozess kreativer Zerstörung nicht leid tun muss. Und die positiven Zukunftserwartungen erscheinen in diesem Rahmen alternativlos. Die moderne Gesellschaft entwickelt vor diesem Hintergrund zwei grundsätzliche Strategien, um Verluste zum Verschwinden zu bringen. Zum einen die Strategie der Verlustreduktion. Diese Strategie nimmt sich die in der Menschheitsgeschichte grundlegenden existenziellen Verlusterfahrungen vor und versucht über entsprechende Techniken und Prozeduren, die Verluste gewissermaßen objektiv zu eliminieren oder zumindest zu verringern. Ins Visier geraten so vor allem Gefahren durch die Natur, schwere Erkrankungen und der Tod, vor allem der frühe Tod. Die moderne Medizin ist eine grandiose Maschine zur Reduktion jener Verlusterfahrungen, denen menschliches Leben ausgesetzt ist, und sie verfolgt das Ziel, den ultimativen Verlust, den Tod, immer weiter aufzuschieben oder gar zu besiegen. Eine Idee, die heute in der transhumanistischen Vision der Unsterblichkeit aufscheint. Der Schutz vor der übermächtigen, potenziell zerstörerischen Natur, das Abschirmen des Menschen also vor den Gefährdungen der Erde wiederum, war von Anfang an ein essentielles Ziel der modernen Technik. Verlustreduktion geht freilich mit Verlustinvisibilisierung, also unsichtbar machen, Hand in Hand. Während manche Verluste gar nicht mehr auftreten, müssen jene, die in der Moderne trotzdem fort oder gar neu entstehen, im Horizont der institutionellen Komplexe der modernen Gesellschaft an die Peripherie gedrängt und der Tendenz nach unsichtbar gemacht werden. Nun kann man zwar darauf hinweisen, dass schon nach Hegel im 19. Jahrhundert und erst recht im 20. Jahrhundert im intellektuellen Diskurs kaum mehr ein naiver Fortschrittsglaube gepflegt wurde, vielmehr der moderne Diskurs seitdem mit jener, wie das Ludger Heidbrink schreibt, Melancholie durchdrängt ist, die sich daraus ergibt, dass man seitdem durchaus im intellektuellen Diskurs mit den Verlusten rechnet, nicht zuletzt mit dem Verlust des Fortschrittsglaubens selbst. Aber diese Verkomplizierung auf der Ebene der Diskurse, der theoretischen Diskurse, hat interessanterweise bis zur Gegenwart kaum etwas daran geändert, dass die zentralen institutionellen Komplexe, auf denen die Moderne basiert, also Ökonomie, Staat, Wissenschaft und Technik, in ihrer gleichsam systemischen Logik einen Fortschrittskoeffizienten eingeschrieben haben, ohne den sie in eine ernsthafte Bestandskrise geraten würden. Der Fortschrittskoeffizient ist jedoch untrennbar mit der Verlustinvisibilisierung verbunden. Jens Beckert hat jüngst dargestellt, wie der moderne Kapitalismus nur auf der Grundlage letztlich fiktionaler, aber immer positiver Zukunftserwartungen arbeiten kann. Investitionen oder Kredite setzen diese zwingend voraus. Ohne das fiktive Ziel der Wohlstandsvermehrung und der immer effizienteren Güterverteilung könnte die moderne Ökonomie nicht existieren. Wenn hier Verluste auftauchen, dann kann dies immer nur als ein temporäres Phänomen erscheinen, zum Beispiel auf dem Finanzmarkt, oder aber um das Verlorene ist es nicht schade, da es ohnehin unproduktiv und überholt war. Auch der Staat und die Politik der Moderne basieren auf Verlustinvisibilisierung. Das Ziel moderner Politik ist seit der Französischen Revolution, erst recht seit der Etablierung staatlicher Steuerungsfunktionen, die kontinuierliche Verbesserung der Lebensverhältnisse. Dauerhafter Niedergang würde die Legitimität moderner Politik sprengen. Wenn hier Verluste etwa bestimmter sozialer Gruppen auftauchen, dann müssen diese entweder als Kollateralschäden des Fortschritts oder aber als illegitime Erfahrungen erscheinen, als das Klagen unfairerweise privilegierter Gruppen, zum Beispiel die Verluste des Adels in der bürgerlichen Gesellschaft. Der Wissenschaft und Technik der Moderne ist die Rücksicht auf Verluste gänzlich fremd. Wer sich gegen den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt stemmt und hier Verlorenes betrauert, etwa unberührte Landschaften oder alte Techniken, erscheint als veritabler Fortschrittsgegner. Schließlich ist auch die moderne Lebensführung, etabliert in der Mittelklasse, vom Fortschrittskoeffizienten geprägt und insofern verlustavers. Der American Dream bringt diese biografische Verbesserungslogik auf den imaginativ aufgeladenen Begriff. Dies ist eine Lebensführung, die im eigenen Leben oder zumindest in den nachfolgenden Generationen auf sozialen Aufstieg, Wohlstandsvermehrung und Befriedigungsgewinne setzt. Verlust kann so nur als individuell verantwortbares Scheitern begriffen werden. Es ist vor diesem kulturellen Hintergrund nicht verwunderlich, dass im 20. Jahrhundert auch eine auffällige Erosion von Ritualen und Trauerpraktiken zu beobachten ist, die den ultimativen existenziellen Verlust betreffen. Den menschlichen Tod nämlich. Philippe Ariès spricht gar von dem verbotenen Tod der Moderne.
Die Paradoxie ist allerdings schlagend. Während die moderne Gesellschaft in ihrer Fortschrittsorientierung die Legitimität von Verlusterfahrungen in Zweifel ziehen muss, potenziert sie mit aller Macht die Qualität und Quantität von Verlusten. Oder präziser, sie erhöht durch bestimmte strukturelle Bedingungen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Verlustwahrnehmungen und Verlusterfahrungen kommt. Wie kann das sein? Es gibt ja nicht die eine umfassende Ursache für die Verlustpotenzierung, vielmehr kann man verschiedenste, der Soziologie mehr oder minder wohlbekannte Strukturprinzipien der Moderne als Motoren der Verlustpotenzierung entziffern. Einige seien genannt. Die moderne Gesellschaft legt einen historischen Vergleich unerhört hohes Tempo des geplanten wie des ungeplanten sozialen Wandels vor. Dieser Wandel ökonomischer, politischer, technischer, sozialer und kultureller Strukturen findet regelmäßig bereits innerhalb der Biografie der Subjekte statt, also nicht zwischen den Biografien, sondern innerhalb der Biografien. Dies erhöht im Laufe des Lebens die Wahrscheinlichkeit, mit Revolution, Wertewandel, Abstieg sozialer Klassen, wirtschaftlichem Strukturwandel und so weiter konfrontiert zu werden. Ein solcher Strukturwandel lässt in der Regel bisher übliche soziale Strukturen verschwinden, sodass die Wahrscheinlichkeit für Verlusterfahrungen ansteigt. Ein zweiter Faktor der Verlustpotenzierung ist die hohe Komplexität der modernen, zum zunehmend global vernetzten Gesellschaften. Die soziologischen Komplexitätstheorien haben dies gut herausgearbeitet. Wenn eine sehr große Zahl von Prozessen miteinander vernetzt sind, können verhältnismäßig kleine Ereignisse große, teilweise sich kaskadenhaft fortsetzende große Wirkungen entfalten. Ob man nun von Tipping Points, Chaos Points oder Butterfly-Effekts spricht, die weit ausgreifenden, hochspezialisierten und somit hochgradig voneinander abhängigen Netzwerke sozialer Praktiken, welche die Gesellschaft der Moderne ausmachen, sind im hohen Maße vulnerabel für die Folgen ungeplanter Prozesse, die, wie es immer heißt, nicht linear und daher kaum vorhersehbar ablaufen. Ein einzelnes Attentat kann einen ganzen Weltkrieg, ein lokaler Bankenkollaps, eine Weltwirtschaftskrise bewirken. Diese hohe Vulnerabilität des Sozialen in den hochdifferenzierten Gesellschaften, die dem Fortschrittsideal gesellschaftlicher Planbarkeit widerspricht, steigert aber die Wahrscheinlichkeit negativer Effekte, mit denen Institutionen und soziale Gruppen konfrontiert werden. Also auch hier die Wahrscheinlichkeit von Verlusterfahrungen. Ein dritter Faktor der Verlustpotenzierung ist die Ökonomisierung des Sozialen. Die moderne Gesellschaft stellt viele soziale Arenen von Logiken der Herkunft und des Standes auf Logiken der Leistung und des Marktes um. Dies gilt nicht nur für die Wirtschaft mit ihren Arbeits- und Gütermärkten, sondern ebenso etwa für die persönlichen Beziehungen mit ihren Partnerschaftsmärkten oder auch für Bildungs- und Aufmerksamkeitsmärkte. Im Falle knapper Güter münden solche Wettbewerbsstrukturen aber regelmäßig in Win-Lose-Situationen. Die Gewinner auf der einen Seite, den Gewinnern auf der einen Seite stehen die Verlierer auf der anderen gegenüber. Ein einmaliger Akt des Verlierens auf dem Markt macht einen zwar noch nicht zum dauerhaften Verlierer, aber falls sich die Akte des Verlierens akkumulieren, treten Verluste auf, die sich kaum mehr rückgängig machen lassen. Der Loser avanciert so zu einer veritablen Sozialfigur der Moderne. Auch Demokratisierungseffekte steigern potenziell Verlusterfahrungen. Insbesondere die Demokratisierung der Erwartungen der Subjekte an das eigene Leben. Im Namen des Fortschrittsimperativs der Moderne steigen die Ansprüche an Lebenserfolg und Lebensglück des Individuums. Es etablieren sich somit positive Zukunftserwartungen für potenziell alle Gesellschaftsmitglieder. Dass diese Erwartungen im Einzelfall enttäuscht werden können, lässt sich allerdings selbst in historischen Ausnahmesituationen eines jahrzehntelangen ökonomischen Booms kaum verhindern. Der Verlust positiver Zukunftserwartungen kann wütende jüngere Generationen, denen die Zukunft verbaut scheint, ebenso betreffen wie verbitterte mittlere Generationen, deren Ambitionen nicht erfüllt wurden oder die bereits etwas verloren haben. Erst eine dem Anspruch nach zukunftsoptimistische Gesellschaft kann so unter Zukunftsverlusten leiden. Schließlich müssen die Gewalteffekte der Moderne als zentrale Bedingung der Verlustpotenzierung benannt werden. Gegen die Selbstbeschreibung der Moderne als passivisierte Zivilisation besteht ein untrennbarer Nexus von klassischer Moderne und staatlicher Gewaltausübung. Das hat Sigmund Baumann, denke ich, sehr gut dargestellt. Das Projekt der Moderne ist das der Durchsetzung einer rationalen Ordnung, der Unterwerfungs- und Vernichtungsfeldzug gegen jene, die dieser Ordnung im Wege stehen, ist ihr somit eingeschrieben.
Die totalitäre Gewalt der faschistischen und kommunistischen Systeme des 20. Jahrhunderts ragt hier heraus, ebenso die Systematik der kriegerischen Gewalt der beiden Weltkriege und der Vielzahl lokaler Kriege, die Wirkungen des Kolonialismus, schließlich die Unterdrückung oder Verfolgung von Minderheiten, die sich jenseits der gesellschaftlichen Norm bewegen. Die systematische Ermordung, Vertreibung, soziale Exklusion und kriegerische Erschöpfung von Teilen der Bevölkerung ist so ein inhärentes Kennzeichen moderner Gesellschaften. Das heißt aber, dass Verluste und Verlusterfahrungen existenzieller Art, langfristige Traumatisierungen von Betroffenen und Hinterbliebenen nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern auch gezielt zugefügt werden. Dies ist, wenn man so will, eine besondere Perfidie der Moderne, dass sie im Namen des Fortschritts historisch singuläre Grausamkeiten begeht und sie die Artikulation dieses Leidens zugleich teilweise mundtot zu machen versucht oder gar als Kollateralschaden des zivilisatorischen Projekts legitimiert. Kommen wir jetzt zum dritten Teil, Verlustartikulation und Verlustsensibilisierung. Trotz aller strukturellen Tendenzen zur Invisibilisierung, die Verlustpotenzierung führt dazu, dass die Verlusterfahrungen sich in der Moderne nicht verdrängen lassen. Sie artikulieren sich. Es bilden sich die genannten verlustverarbeitenden Praktiken, Narrationen, Affekte und Arenen aus. Dies lässt sich in der gesamten Geschichte der Moderne verfolgen. In der klassischen Moderne, das heißt der bürgerlichen Moderne des 19. und der industriellen Moderne des 20. Jahrhunderts, in der die Fortschrittsorientierung im gesellschaftlichen Zentrum, also Ökonomie, Staat, Wissenschaft und Technik, verhältnismäßig robust war, hatte die Verlustartikulation ihren Ort eher an den kulturellen Peripherien. Von dort wirkte sie gleichsam kompensatorisch. Dies gilt für die trotz Säkularisierung nicht gänzlich verschwundene Religion, die für den kulturellen Umgang mit dem Erleben der eigenen Vergänglichkeit prädestiniert erscheint. Dies gilt für die Kunst, für die Negativerfahrungen wie Scheitern, Trauma und Niedergang seit der Romantik durchgängig ein zentrales Thema gewesen sind. Es gilt für das intellektuelle Genre der bereits mehrfach genannten Kultur- und Zivilisationskritik, das mit dem Fernes-Jäckle und nach dem Ersten Weltkrieg einen enormen Aufstieg erfuhr. Es gilt für die Psychotherapie in Form der Psychoanalyse, der die Psychogenese des einzelnen Menschen von Geburt an und mit der Trennung von der nährenden Mutter einem Parcours der Verluste und Enttäuschungen gleicht. Es gilt für die frühen Versionen einer nationalen Erinnerungskultur, die nicht nur das Andenken an die Siege, sondern auch an die Niederlagen der Geschichte bewahrte. Auch die Geburt des Museums, mit Tony Benetton gesprochen, und die kulturelle Kanonbildung seit dem 19. Jahrhundert kann man als präventive Strategien des Doing Loss interpretieren. Die Artefakte und Werke der Vergangenheit, die durch die Fortschrittsdynamik immer in der Gefahr sind, dem Vergessen anheimzufallen, werden im Museum, im Kanon und auch natürlich in der Geschichtswissenschaft davor bewahrt, der Kultur der Gegenwart verloren zu gehen. Seit den 1980er Jahren und damit in jener historischen Phase, die man Spätmoderne nennen kann, lässt sich die Verlustartikulation jedoch nicht länger auf die kulturellen Peripherien einschränken. Bildlich gesprochen dringt die Verlusterfahrung von dort ins Zentrum vor, wo Fortschrittsorientierung und Verlustvergessenheit zunehmend brüchig werden. Es scheint nun so, wie es der Kulturtheoretiker Juri Lottmann allgemein hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Zentrum und Peripherie in der Semiosphäre annimmt. Die Peripherie ist langfristig gesehen dem Zentrum nur scheinbar untergeordnet. Tatsächlich können die offeneren, experimentelleren Codes der Peripherie das normativ zugerüstete Zentrum beeinflussen, ja unterminieren. Genau dies findet in der Spätmoderne offenbar statt. Die Grenze zwischen der Verlustinvisibilisierung hier, der Verlustartikulation dort, bricht zunehmend zusammen. In der Gegenwartsgesellschaft lassen sich deutliche Tendenzen zur Verlusteskalation, das heißt also einer gesteigerten Verlustpotenzierung und zur Verlustsensibilisierung beobachten. Diese haben ganz verschiedene Ursprünge und auf diese werde ich nun im letzten Teil eingehen. Eine dramatische Wirkung auf die Eskalation antizipierter Verluste hat zweifellos die Einsicht in den Klimawandel. Dennis Meadows' Limits of Growth lieferte 1972 die Initialzündung für die gesellschaftliche Wahrnehmung ökologischer Gefährdungen und begrenzter Ressourcen. Diese hat sich seit den 2000er Jahren, insbesondere mit der Fridays for Future-Bewegung, auf das Problem der Erderwärmung zugespitzt. Die Folge sind gesellschaftliche Verlustantizipationen in einer für die Moderne bisher wohl einmaligen Ausmaßes.
Dass in der nahen Zukunft größere Flächen der bevölkerten Erde unbewohnbar werden oder die Lebensqualität dort durch Hitze, Wetterextreme oder Überschwemmungen drastisch sinkt, mit allen Folgen von Migrationsbewegungen bis zu Klimakriegen, ist mittlerweile nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Wahrscheinlichkeit oder für manche gar eine Gewissheit. Um diese Entwicklung zumindest abzumildern, erscheint wiederum ein Verzicht auf gewohnte Konsum- und Mobilitätsstandards angeraten. Verluste im Futur 2 dringen so ins Bewusstsein. Wir werden verloren haben. Und was wird danach kommen? Verlustantizipation kann so Verlustangst befeuern. Sind wir wieder bei der Affektebene. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Annahme konkreter Verluste in der Zukunft, wie Wohlstandsverluste, Existenzverluste, Kontrollverluste. Vielmehr stellt die Debatte um Klimawandel und andere Prozesse das gesamte moderne Modell positiver Zukunftserwartungen in Frage. Man kann von einem grundsätzlichen Zukunftsverlust sprechen. Die Prognosen einer nach den bisherigen Parametern besseren Zukunft, also im Namen des klassischen Fortschrittsnarrativs, erscheinen nunmehr naiv. Es nehmen jedoch nicht nur die Verlustantizipationen zu, sondern auch die in der jüngsten Vergangenheit erlittenen Verluste. Hier geht es insbesondere um die viel zitierten Modernisierungsverlierer in den Gesellschaften West- und Osteuropas sowie Nordamerikas. Der entscheidende Faktor ist bekanntlich der Strukturwandel von der industriellen Moderne zu einer postindustriellen, durch Globalisierungs- und Liberalisierungs-, vor allen Dingen Neoliberalisierungsprozesse geprägten Spätmoderne. Die Folgen sind bekannt. Die Industriearbeiterschaft mit ihrem auskömmlichen Lebensstandard ist zu großen Teilen von einer ärmeren und weniger angesehenen Service-Class ersetzt worden. Manche Regionen jenseits der Metropolen veröden. Der Wohlfahrtsstaat der industriellen Moderne ist porös geworden. Neue Konkurrenzstrukturen, etwa auf den Wohnungs- und Bildungsmärkten, lassen Verlierer zurück. Neben diesem sozialen Statusverlust, vor allen Dingen im unteren Drittel der Gesellschaften, treten die Folgen von kulturellen Machtverlusten. Der Verlust, die Identität stabilisierender Privilegien, auch in der traditionellen Mittelklasse. Die Erosion der patriarchalen Geschlechterordnung bedeutet einen Machtverlust der heterosexuellen Männer, das Streben ethnischer Minderheiten nach Inklusion, ein Hegemonieverlust der weißen nationalen Kultur. Verstärkt wird das Verlustempfinden dadurch, dass in der postindustriellen Gesellschaft den Verlierern auch Gewinner gegenüberstehen, vor allem in der neuen Oberklasse und der neuen akademischen Mittelklasse in den Metropolen. Auf der Affektebene haben die Status- und Machtverluste nicht nur Trauer, sondern offenkundig auch Verlustwut, Verlustverbitterung und Verlustressentiment hervorgebracht. Viele der politischen Bewegungen der Gegenwart sind somit letztlich verlustmotivierte Bewegungen. So der parteipolitische Populismus, soziale Bewegungen wie die Gelbwesten und die Brexit-Bewegung oder auch die Verschwörungsnarrative im subpolitischen Raum, die auf wahrgenommenem Kontrollverlust antworten. Zu den ökologischen Verlustantizipationen und den sozialen Verlusten des jüngsten Modernisierungsprozesses passt der Strukturwandel der Politik. Die an Vorstellungen eines gesellschaftlichen Fortschritts orientierte Politik, die nicht nur die industrielle Moderne, sondern auch noch die 1990er und 2000er Jahre prägte, ist mehr und mehr durch das Muster der Risikopolitik abgelöst. Die offensive Politik des Positiven, die einen besseren Zustand in der Zukunft anstrebte, wird hier von einer defensiven Politik des Negativen verdrängt, die mit den negativen Ereignissen in der Zukunft rechnet und versucht, diese als Risiken zu kalkulieren, sowie ihr künftiges Eintreten durch entsprechende Präventionsmaßnahmen abzumildern. Ob es um die Folgen des Klimawandels geht oder um die Reaktion auf jene Chaos Points, an denen wie bei der Finanzkrise 2008 oder bei der Covid-19-Pandemie 2020, kleine lokale Ursachen in große, globale, negative Folgen umschlagen. Das politische System scheint selbst von einem Zukunftsverlust betroffen, sodass skeptische Ziele wie Krisenmanagement, Prävention und Resilienz dominant werden. Im politischen Imaginären wird das Bild der Perfektibilität der Gesellschaft, das entsprach ja dem modernen Fortschrittsnarrativ, Schritt für Schritt durch das ihrer Vulnerabilität, ihrer Verletzlichkeit abgelöst. Der spätmoderne Zukunftsverlust schlägt sich zudem im ästhetischen, popkulturellen und intellektuellen Aufschwung von Dystopien und Katastrophenszenarien nieder und wird durch die dortige Verlustdramatisierung verstärkt. Die, mit Eva Horn gesprochen, Zukunft als Katastrophe ist in der spätmodernen Fiktion zu einem leitenden Thema geworden.
Dies geht für den Aufschwung des dystopischen Science-Fiction-Genres in der Belletristik, beispielhaft die Zukunftsromane The Great Bay von Dale Pendel oder New York 2140 von Kellis Robinson, das an eine lange Tradition natürlich literarischer Dystopien seit H.G. Wells anknüpft. Es gilt auch für die Popularität von katastrophischen Zukunftserzählungen im Film, wie in der bekannten Fernsehserie The Handmaid's Tale, die Margaret Atwoods gleichnamigen Roman suggestiv in Szene setzt. Exakter kann man hier von postapokalyptischen Narrativen sprechen, in denen nicht die Katastrophe selbst imaginiert wird, sondern Lebensformen nach der Katastrophe, das heißt nach dem ultimativen Verschwinden moderner Zivilisation, welche die Leserinnen und Zuschauer mit offenkundiger Angstlust betrachten. Der neue Katastrophismus ist seit 2000 auch auf dem Sachbuchmarkt präsent. Die Analyse der Ursachen des Niedergangs vergangener Zivilisationen, prominent in Jared Diamonds Collapse, How Societies Choose to Fail or to Succeed, wird hier ebenso zum vielfach behandelten Thema wie die Prognose kommender, insbesondere ökologisch begründeter Katastrophen. Die Kollapsologie von Pablo Servigne und Raphael Stevens markiert nur die Spitze eines Eisbergs von Diagnosen, in denen der antizipierte Zusammenbruch der modernen Gesellschaft bereits als Faktum gilt. Von einer ganz anderen Seite kommend trägt die spätmoderne Erinnerungskultur zusätzlich zur Prominenz der Verlustdynamik im politischen und kulturellen Feld bei. Neu ist, dass Gruppen der Weltgesellschaft, für die die Expansion der modernen europäischen Typs in ihrer Gewaltsamkeit traumatisch wirkende Folgen hatte, diese Verlusterinnerungen öffentlich artikulieren und teilweise Restitution einfordern. Am prominentesten ist dies im letzten Jahrzehnt im Bewusstwerden der Folge des europäischen Kolonialismus, etwa im Zusammenhang mit der Beutekunstdebatte, sowie in der Debatte über die Spätfolgen der US-amerikanischen Sklaverei bis in den gegenwärtigen Rassismus hinein der Fall, die in der Black Lives Matter-Bewegung kulminierte. Die Artikulation der Opfer des Holocaust seit den 1960er Jahren lässt sich im Rückblick als historischer Durchbruch für eine Erinnerungspolitik kollektiven Leides und das heißt erlittener Verluste durch staatliche Gewaltverbrechen lesen, in deren Folge immer mehr Gruppen von Gewaltopfern aus dem Schatten sozialer Scham und Unsichtbarkeit in das Licht der nationalen oder globalen Öffentlichkeit treten. Die Erinnerungskultur der Spätmoderne ist so zu einer der, mit Chakrabarti gesprochen, historischen Wunden und zu einem Ort heftiger Debatten um Traumata, Opfer und Verantwortung geworden. Sie trifft auf eine linksliberale Öffentlichkeit, die sich für die psychische Vulnerabilität des Subjekts zunehmend sensibilisiert hat. Dem entspricht im Übrigen ein Paradigmenwechsel im westlichen Strafrecht seit den 80er Jahren, welches der Perspektive des Opfers und seines Leids erstmals einen systematischen Ort im juristischen Verfahren zuweist. Generell sollte man nicht übersehen, und das ist jetzt der letzte Punkt, dass in der Spätmoderne Verlusteskalation und Verlustsensibilisierung Hand in Hand gehen. Diese Verlustsensibilisierung hat auch eine kulturelle und eine psychologische Dimension. Kulturell ist die Expansion des Interesses an den Phänomenen des kulturellen Erbes, Cultural Heritage, insbesondere in Europa, aber auch weltweit auffällig. Die kulturpolitische, häufig lokal gestützte Bewegung des Cultural Heritage hat eine ausgesprochene ästhetische und historische Sensibilität für drohende Verluste, insbesondere der Architektur, aber auch von Naturräumen, inklusive von Biodiversität und kulturellen Praktiken entwickelt. Konversation, Restauration und der Denkmalschutz einerseits, die expansive Musealisierung aller möglichen Aspekte der Vergangenheit sind letztlich Strategien gegen den Verlust. Im Extrem werden etwa bereits zerstörte Gebäude oder Stadtteile im Sinne der historischen Rekonstruktion sogar wiedererrichtet, was in der Aufzüchtung ausgestorbener Tier- und Pflanzenarten möglicherweise ein Pendant finden könnte. Dies setzt, also jedenfalls bei der Architektur, eine neue Wertschätzung historischer Artefakte voraus, wie man sie seit der postmodernen Krise des ästhetischen Modernismus beobachten kann. Nostalgie ist eine essentielle Strategie des Doing Loss, die hier zumindest teilweise wirkt. Von der kulturellen ist die psychologische Verlustsensibilisierung zu unterscheiden. Die Psychologie, deren Prägekraft für das Selbstverständnis des modernen Subjekts nicht zu unterschätzen ist, hat seit den 1990er Jahren den Themenkomplex Trauer, Trennung, Scheitern und Traumata enttabuisiert und sich zu therapeutischen Zweck der Frage nach einem konstruktiven Umgang mit negativen Ereignissen in der Biografie zugewandt.
Dies passt zur besonderen psychischen Struktur, die das spätmoderne Subjekt ihrerseits, ohne dass dies je ein bewusstes Ziel gewesen wäre, offenkundig für negative Erfahrungen sensibilisiert. Folgt man Diagnosen der Psychogenese zum emotionalen Selbst, hat das spätmoderne Subjekt seit den 1970er und 80er Jahren im Vergleich zum stärker affektkontrollierten Sozialcharakter der industriellen Moderne, nämlich seine Emotionalität, erheblich ausdifferenziert und intensiviert. Diese Emotionalisierung lässt jedoch nicht nur erfreuliche, sondern gewissermaßen als paradoxe Folge eben auch negative Ereignisse wie Verlusterfahrungen, die in der eigenen Biografie unweigerlich vorkommen, intensiver erleben. Mit Martin Dornes kann man so feststellen, dass der Aufstieg der Selbstentfaltungswerte und die stärkere Ausrichtung an den subjektiven Bedürfnissen dieses postheroische Subjekt der Spätmoderne potenziell fragiler und verletzlicher werden lässt. Der hohe Anspruch an die Selbsterfüllung im eigenen Leben, den die spätmoderne Kultur kultiviert, steigert zudem die Fallhöhe für das individuelle Scheitern. Kommen wir zum Schluss. Nimmt für die subjektive und kollektive Identität in der entfalteten Spätmoderne der Verlust am Ende jenen Ort ein, den der Fortschritt in der klassischen Moderne innehatte? Mit anderen Worten, wirkt heute der Verlust, der erlittene, imaginierte oder antizipierte, für Individuen und kollektive Identitätsstiftender als der schal gewordene Wert des Fortschritts, des Aufstiegs, des Erfolgs und der Vervollkommnung? Erscheint der Verlust gar authentischer als der Gewinn, da er mit besonders intensiven Affekten, der Trauer, der Angst, der Wut, der Angstlust, der Wehmut verknüpft ist. Noch scheint eine solche Schlussfolgerung wohl zu drastisch. Aber der angemessene Umgang mit Verlusterfahrungen jenseits der Extreme, der Verlustverdrängung einerseits, der Verlustfixierung andererseits, ist zu einem dringenden Problem für die Gesellschaften und Individuen der Gegenwart geworden. Die Moderne hat uns darauf schlecht vorbereitet. Dankeschön. Lieber Herr Reckwitz, wir stehen unter dem Eindruck eines großartigen, eines großen, eines stimulierenden Vortrags, der jeden und jede sicherlich auf sehr eigene Weise nachdenklich gemacht hat. Jener Versuch von Ihnen, der Geschichte der Gegenwart und der Zukunft von Verlust eine soziologische Dimensionierung und auch einen methodischen Zugriff angedeihen zu lassen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Sie haben deutlich gemacht, dass es hier um Ambivalenzen und um Ambiguitäten geht. Und das eigentlich Herausfordernde, das darf ich persönlich sagen, für mich als Historiker, war die These, dass vielleicht der Verlust, den wir in der Vergangenheit endlich überwunden zu haben glaubten, eine plötzliche Dimension gewinnt, die vielleicht sogar Fortschritt ersetzen kann. Eine sehr nachdenklich machende These. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür. Auch dafür, dass Sie die Kategorie von Futur 2 wieder in das öffentliche Sprechen eingeführt haben. Meine Damen und Herren, zu den Verlusten, das darf ich vielleicht jetzt auf sehr triviale Weise sagen, gehört auch, dass wir die Gemeinschaftserfahrung einer solchen Akademievorlesung vergangener Jahre hier nur unvollkommen wiedererleben dürfen. Wir dürfen zusammen sein, wir haben gehört, wir haben nachgedacht, aber wir haben keinen Empfang in der Belle Etage. Das gibt die Ordnung der Universität vor und ich denke, wir alle, jedenfalls die meisten, haben dafür Verständnis, wir müssen Verständnis haben. Damit sind wir am Ende letztlich dieser Abendveranstaltung, die uns mit sehr viel Nachdenklichkeiten in den Abend hineingeleitet. Aber es gibt ein Ritual am Ende,
einer solchen Akademievorlesung. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, ob es um den Verlust des Gehörten oder um den Fortschritt des weiteren Nachdenkens geht. Nehmen wir es mal als Knotenpunkt in der Gegenwart. Das ist eine Urkunde, die ich Herrn Reckwitz jetzt gleich überreichen werde und die ich hier kurz verlesen werde. Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften verleiht anlässlich der Akademievorlesung am 15. November 2021 Herrn Professor Dr. Andreas Reckwitz die silberne Akademiemedaille, unterschrieben von mir. Sie werden sie gleich bekommen. Ich möchte Ihnen aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für den Besuch dieser Abendveranstaltung danken. Ich verbinde das mit der Hoffnung, dass spätere Communitas in Folgejahren mit einem Glas in der Hand vielleicht wieder möglich sein werden möge. Und ich freue mich einfach, dass wir hier zusammen sein konnten. Ganz herzlichen Dank, einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Bewahren Sie der Heidelberger Akademie der Wissenschaften auch Verbundenheit. Dankeschön. Thank you.